Einen wunderschönen guten Tag zu Dacker Dacker TV mit dem nächsten Frisch vom Maltisch. Und das hat es heute wirklich mal in sich, Leute. Ich habe die nächste Stufe der Prüfist fertig und sie sehen mega geil aus. Und sie sind Panzer und sie sind drei Panzer. Ja, meine drei Gladiator-Panzer der Space Marines der Imperfist sind fertig, richtig geil geworden. Zwischendurch zeige ich vielleicht auch noch mal ein paar andere Bilder. Leute, es war einfach wieder mal richtig viel Arbeit, aber es hat Spaß gemacht. Ne? Ich kann das nicht anders sagen. Es hat Spaß gemacht. Ich habe alle Varianten magnetisiert. Ganz, ganz wichtig, ihr seht das hinten. Hier steht ein Lancer. Und in den hier die beiden vorderen, das sind die Reaper. Gladiator Reaper. Beziehungsweise magnetisiert, muss ich jetzt mal sagen, sind sie nicht. Ne? Man kann sie stecken. Ne? Man kann sie relativ einfach stecken. Das ist gar kein Problem bei dieser Bauart. Und ja, was soll ich euch sagen? Ja, meine Imperfist-Armee ist echt groß geworden mittlerweile. Ne? Ich habe ja drei Ballistus-Dreadnoughts bemalt, noch jetzt drei Gladiatoren, dann nochmal drei Inzeptoren, drei Eradikatoren. Also da habe ich jetzt schon wirklich eine schöne Variation von Modellen. Ne? Ja. Ich zeige euch die mal so ein bisschen vom Nahen hier. Natürlich überall die Kills drauf. Ne? Also Leute, da mache ich euch auch noch mal ein Video. Habt keine Angst vor die Kills. Insbesondere, muss ich ja ganz ehrlich sagen, bei Space Marines, ne? Da müssen die Kills drauf. Das ist einfach, da beißt die Maus kein Faden an. Ne? Ja, hier noch mit diesen coolen Sprüchen, Pugnum Imperators, Imperatoris Summus und so. Das sind einfach richtig geile Tickets mittlerweile. Ne? Ja, liebe Leute, Turm kann man abnehmen. Es ist mal wieder fertig. Drei Gladiatoren, die sind natürlich auch aktuell echt gut. Ne? Der Reaper. Die Reaper-Variante, wie ihr es gerade vorne seht, der hat hier vorne so geile Tempest-Bolter. Die haben jeder 4 Schuss Schnellfeuer. Ne? Das bedeutet auf 12 Zoll jede Kuppel nochmal 8 Schuss Stärke 4 minus 1, 1. Richtig gut. Ne? Und dazu dann natürlich noch das Rocket-Pod und das Maschinengewehr. Zuzüglich zur Hauptknarre. Und die Hauptknarre ist eine synchronisierte schwere Onslaught Gatling, das heißt 12 Schuss, Stärke 6, ne, ein Schaden, aber Devastating Wounds. Ja, das bedeutet, ich darf den Verwundungswurf wiederholen, das ist natürlich bei Devastating Wounds sowieso richtig gut. Ne? Und das ganz Wichtige dabei ist die Ability von dem Panzer. Wenn ich mit der schweren Onslaught Gatling auf Infanterie schieße, habe ich Sustained Hits 2. Ja. Da kann sich jeder ausrechnen, das natürlich noch kombiniert mit Oath of Mormont ist einfach brachial, wie viel Schuss man da rauskriegt. Dann noch die mehr Schuss, die man generiert hat, nochmal wiederholen darf, weil sie synchronisiert ist und dann noch auf 6 fischen kann. Da kann man auch schon mal den ein oder anderen Termi mit richtig umknattern. Denn ja, DS0 bleibt DS0. Ne? Also entweder macht sie gut Masse weg, so Thermaganten, um einfach viele Rüstungswürfe zu generieren. Oder man gambelt wirklich bei Massen oder bei starker Infanterie auf die, wie heißen sie, auf die Devastating. Ne? Ja, der Lancer ist ein Boogeyman, aktuell finde ich. Schwer. Was Besseres zu finden, finde ich, was gegen Fahrzeuge und Monster hilft. Ne? Also der darf immer einen Treffer, einen Wunden und einen Schadenswurf wiederholen. Das natürlich zuzüglich noch zu Möglichkeiten wie Oath of Mormont oder dem Iron Storms Behead, wo man das halt quasi auch nochmal darf. Oder darf er sogar alle Treffer und Schadenswürfe und so wiederholen. Das weiß ich nicht. Er hat halt 2 Schuss.
Was aber absolut ausreichend ist, ich gucke gerade mal parallel nochmal rein, kann mir das noch nicht merken. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gespielt. Ja, DS4 ist hier richtig geil auf der Knarre. Und vor allen Dingen 3 plus W6 Schaden. Das ist einfach schon mal mindestens 4 Schaden, bis 9 Schaden hoch. Da bleibt wirklich kein Auge trocken. Da kann er richtig Schaden machen. Ne? Und ich find den so vom Loadout eigentlich geil. Aber ich gucke gerade nochmal. Jetzt habe ich ihn hier, die Ability. You can reroll, one hit roll, one damage and wound roll. Genau. Das natürlich kombiniert mit Ironstone Spearhead oder mit dem allgegenwärtigen Oath of Mourn macht ihn sehr, 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 sehr vertrauenswürdig, was Panzerjagen angeht, sozusagen. Ja, deswegen, der freut sich schon auf Max Exokrin, ne? Und die Reaper freuen sich schon auf Max Gargoyles und was nicht alles. Also ich freue mich richtig, die schon einzusetzen. Und ja, Leute, das wäre ohne euch da draußen natürlich nicht möglich. Auch einen besten Dank nochmal an meine Kanalmitglieder, die mich hier noch auf monatlicher Basis unterstützen. Einfach mal eben 3 Gladiatoren zu holen und die dann gleichzeitig und dann noch so schön zu bemalen. Das macht der Channel möglich. Bestellt habe ich die übrigens beim PK Pro. Auch wenn er sie nicht da hat, den kann man immer unter kundenservice@pkpro anschreiben. Die hat er für mich bestellt zu 20%. Das gibt er allen, soweit ich weiß. Ja, easy peasy innerhalb von 2 Wochen da gewesen. Bauen lassen sich easy. Beim Bemalen, wie gesagt, ich mache tatsächlich, wenn ich die nächsten Figuren gelb bemale, mache ich ein Tutorial, wie meine Rezeptur für meine Impul Fist sind, für diese Art von Impul Fist, was nicht bedeutet, dass sie wirklich Battle Ready sind oder für jedermann zugänglich. Ne? Das muss man wirklich sagen. Da braucht man eine Airbrush für, da braucht man vielleicht auch schon ein paar Tage länger eine Airbrush für. Das ist nichts für Anfänger. Das mache ich vielleicht dann nochmal in irgendeinem separaten Video, wie ich mir vorstelle, wie man als Anfänger an Impul Fists rangeht. Auch das ist möglich. Ne? Gut, liebe Leute, vielen Dank an die Kanalmitglieder. Bis zum nächsten Mal. Dagadaka TV. Ciao.